Nun kommt ein Fondsmanager einer Münchner Portfolio-Management-Gesellschaft mit einer komplett anderen Strategie als der Vorredner zu uns. Xaya, gegründet von Ex-Kollegen von mir, seit Jahren vor allem durch Kreditexpertise bekannt geworden. Die Zielsetzung von Christopher Vogt und seinem Xaya Credit Curve Carry ist es, den 3-Monats-Euribor zu schlagen. Ob und wie Sie das schaffen, erklärt er uns jetzt gleich selbst. Herzlich willkommen. Ja, Herr Riedl, besten Dank für die einleitenden Worte. Ich habe Ihnen heute den Xaya Credit Curve Carry mitgebracht, wie der Name verrät, ein Kreditfonds, der über Kurvenpositionierungen entsprechend Carry-Erträge generiert. Den 3-Monats-Euribor, den wollen wir nicht nur schlagen, sondern da fehlt die plus 5. Ja? Also Zielertrag auf diesem Kreditfonds ist über einen Mehrjahreshorizont Euribor plus 5%. Wir bei Xaya Investment sind seit 10 Jahren am Markt aktiv und seit Tag 1 spielen Credit Default Swaps, sprich kurz CDS, Kreditausfallversicherungen, eine zentrale und elementare Rolle in all unseren Investmentstrategien. Sie wissen, der CDS ist ein bilateraler Kontrakt zwischen Ihnen und Ihrem Kontrahenten, zumeist eine Investmentbank, dem zugrunde liegt, dass Sie sich einigen, für den Falle des Zahlungsausfalls der Referenzentität wird der Versicherungsgeber dem Versicherungsnehmer eine Kompensationszahlung leisten. CDS werden natürlich gerne zu Absicherungszwecken verwendet, ja, um Kreditrisiken zu hedgen. Hier im Credit Curve Carry sehen wir den CDS zunächst erstmal aus der Sicht der Ertragsquelle. Es gibt etliche Namen am Markt, die aktuell mit positiver Basis handeln, sprich die Versicherungsaufschläge im CDS handeln über den entsprechenden Anleihenaufschlägen. Ja, ökonomisch ist es sinnvoller, wenn Sie das Kreditrisiko auf ein bestimmtes Unternehmen aufbauen möchten, den CDS zu verkaufen anstelle des Anleihenkaufs. Wir denken, im CDS befinden Sie sich oftmals auch im liquideren und im flexibleren Instrument im Vergleich zu den klassischen Anleihen. Sie sind nicht an die Laufzeit der Anleihe gebunden, können sich frei über die Kurve bewegen. Sie sind nicht an die Emissionsgröße der Anleihe gebunden, sondern können hier derivativ Kreditrisiken aufbauen. Insbesondere Long-Short-Positionierungen lassen sich effizient, kostengünstig abbilden und entsprechend auch gut, ja, wenn Sie gegebenenfalls eine dieser beiden Long- oder Short-Positionen rollen müssten, können Sie es auch relativ kostengünstig tun. Und wir nutzen entsprechend solche Long-Short-Positionierungen, um systematisch einen Ertrag aus dem Credit Spread zu generieren, sprich Kreditrisiko abzubilden. Und jetzt kommt die Krux an der Geschichte: ohne das zentrale Risiko des Credit Investments, des Ausfallrisikos der Referenzentität tragen zu müssen. Wie stellen wir dieses Profil dar? Ich habe es Ihnen auf der nächsten Folie dargestellt. Wir bauen CDS-Kurvenpositionen auf Unternehmen oder Staaten auf und machen es auf folgende Art und Weise. Wir treten als Versicherungsverkäufer am langen Ende auf, vereinnahmen dort Versicherungsprämien und sichern diese Anlageposition in gleicher Höhe am kurzen Ende durch gekauften CDS ab. Dies machen wir nominal gleich, sprich im Falle eines Zahlungsausfalls innerhalb dieser Zeit. Hier kurz angemerkt, was passiert in einem Zahlungsausfall? Es findet eine sogenannte CDS-Auktion statt, es wird ein Restwert, eine Recovery festgestellt und der Zahlungsstrom im CDS lautet dann 100% minus Recovery. Das heißt, für diese Kurvenpositionierungen ist es im Falle eines Ausfalls, stellt sich es wie folgt dar: am langen Ende sind Sie 100% minus Recovery am Auszahlen, in gleicher Höhe vereinnahmen Sie die Kompensationszahlung am kurzen Ende. Die Ertragsquellen einer solchen CDS-Kurvenposition ist im Schaubild dargestellt. Sie haben zum einen den Ertrag aus der Spread-Differenz der vereinnahmenden Prämien am langen Ende gegenüber den zu zahlenden Prämien am kurzen Ende. Jetzt ist natürlich folglich klar, wenn Sie eine folgende CDS-Kurve haben, die eine gewisse Steilheit aufweist, vereinnahmen Sie am langen Ende mehr, als Sie am kurzen Ende ausgeben. Zudem spielt die Laufzeitverkürzung
Ihnen in die Karten, denn hypothetisch, Sie bauen eine 5 gegen 1 Positionierung auf. Was würden Sie jetzt unterstellt nach einem Jahr tun, um die Position zu schließen? Am kürzen Ende müssen Sie nichts weiter tun. Am langen Ende würden Sie durch den Kauf des dann 4 Jahres CDSs die Position schließen. Dies tun Sie zu günstigeren Konditionen, als Sie das 5 Jahres Leck damals vor einem Jahr eröffnet haben. So, diese Kurven oder diese dargestellte CDF-Kursenpositionierung hat natürlich folgende Performance-Auswirkungen. Ja. Unterstellen Sie eine unveränderte Kurvenstruktur, nehmen Sie genau diesen Rolldown und diese Ertragsquellen ein. Kommt es zu einer Abflachung der Kurve bzw. zu einer Einengung auf dem Spread-Niveau, ist es quasi ein zusätzlicher Ertrag. Andererseits ist natürlich klar, versteilert sich die Kurve, liegen Sie Mark-to-Market entsprechend hinten auf der Positionierung. Gleiches gilt für ein generelles Spread-Widening. Warum? Sie haben hier netto natürlich, wenn Sie eine 5-1-Position aufbauen, sind Sie Credit-Long, ja, mit der Zusatzfunktion entsprechend Ausfall abgesichert zu sein. Sie können sich natürlich allerdings nicht einer negativen Performance entziehen, sollte es zu einem generellen Spread-Widening kommen. Insbesondere denken wir, dass der Fonds für Kreditinvestoren genau dann Sinn macht, wenn er entsprechend das zentrale Risiko, für das sie im Credit Investment eigentlich bezahlt werden, und zwar ist es das Ausfallrisiko der Referenzentität, dieses Risiko müssen sie nicht tragen, ja, durch den nominalgleichen Aufbau der Kurvenpositionierung. Sie tragen kein Zinsänderungsrisiko, weil entsprechend der CDS den Ausfall handelt und Zinsen hier weitestgehend unberücksichtigt bleiben können. Wir nehmen auch weitestgehend alle FX-Risiken aus diesem Fonds heraus, sodass wir eine Zielrendite über einen Mehrjahreshorizont von Euribor plus 5 anpeilen. Wie kommt diese mögliche Zielrendite zustande? Es ist einfach, wenn Sie sich über die Jahre die Steilheiten der CDS-Kurven anschauen, sehen Sie einfach, dass Sie zum Teil bis zu zweistellige Kurvenpositionierungen aufbauen können. Und dann ist es über den Zyklus hinweg durchaus ein gangbarer Weg, Euribor plus 5 darzustellen. Seit Auflage des Fonds Mitte 2015 liegen wir derzeit bei Euribor plus 3,5. Sei natürlich hier angemerkt, dass wir uns in einem vermeintlich späten Stadium des Kreditzyklus befinden. CDS-Kurven sowie Yields allgemein bzw. die Yields sehr niedrig und somit auch die CDS-Kurven nicht so steil sind aktuell, wie sie es in einem weiten Spread-Umfeld finden werden. Die Unterschiede zu einer Buy-and-Hold-Strategie, ich glaube insbesondere ist es hier anzumerken oder sollte man hier anmerken, dass man entsprechend dieses Kreditausfallrisiko durch den Aufsatz der Position nicht tragen muss. Und es ist nicht der absolute Spread, den Sie verdienen möchten, sondern es ist die relative Bewertung innerhalb der CDS-Kurve. Jetzt fragen Sie sich hoffentlich, welche Namen kommen denn hier eigentlich in Frage und in welche Namen wird investiert? Es ist im ersten Schritt ein relativ systematischer Ansatz. Wir screenen das komplette Einzelnamen-CDS-Universum, sprich Corporates, Sovereigns, Financials und sortieren letztlich über Nacht alle möglichen Kurvenpositionierungen 1 gegen 5, 2 gegen 5, 3 gegen 5, 1 gegen 4 nach ihren entsprechenden Steilheiten, sprich nach den zwei Ertragsquellen, die ich Ihnen zunächst aufgezeigt habe. Es wird in einem zweiten Schritt natürlich nicht einfach nur in die steilsten Kurven investiert. Ja, Sie müssen auch in einem zweiten qualitativen Blick gucken, gibt es besondere Gründe für die Steilheit der Kurve. Das mag rechtliche Aspekte haben, das mag beispielsweise in der Schuldenstruktur des Unternehmens begründet sein, so dass Sie natürlich in einem nachgelagerten Research-Prozess abklären, ob es sich hier um eine systematische Steilheit handelt oder um einen temporären Effekt, den Sie gegebenenfalls ausnutzen können. Das Portfolio muss natürlich adjustiert werden, und zwar immer dann, wenn Ihnen die kurze Absicherung, die Sie aufgebaut haben, beginnt auf der Kurve auch entsprechend runterzurollen. Da fangen wir nicht am Tag vor der Endfälligkeit an, uns nach dem neuen kurzen Hedge umzusehen, sondern wenn die Laufzeit auf 9 Monate in etwa runtergerollt ist, beginnen wir das kurze Ende bereits weiter zu rollen. Da kann es dann auch durchaus möglich sein, dass Sie auch das lange Ende mitrollen, je nachdem, wie die Steilheit auf diesem Namen sich aktuell darstellt. Der Anspruch des Portfolios ist, diversifiziert zu sein, selbstverständlich, und entsprechend die 20 steilsten Kurven im Portfolio zu besitzen. Diese
Kurvensteilheiten, wie bereits angedeutet, können bis ins Zweistellige hineinreichen. Aktuell kaufen wir ca. 5% ein, also 5% erwarteter Return über die Steilheit der Kurve. Und ein antizyklisches Vorgehen in diesem Fonds, sprich bei sehr engen Spreads, wird das Risikobudget nicht voll ausgenutzt, sorgt aktuell dafür, dass wir circa ein Carry-Einkommen, also durch dieses Herunterrutschen auf der CDS-Kurve, von 25 Basispunkten im Monat generieren können. Das sind in etwa 3%. Sie merken schon, reicht aktuell nicht, um den Zielertrag zu erreichen, wird sich allerdings natürlich auch sukzessive mit weiteren Credit Spreads entsprechend erhöhen. Und da kommt uns natürlich das antizyklische Verhalten, bei weiten Spreads auch die Investitionsquote hochzufahren, zugute, weil sie dann einfach von den dann noch steileren und schöneren Opportunitäten profitieren. Das aktive Management im Fonds können Sie sich so vorstellen, wenn sich eine CDS-Kurve weitestgehend materialisiert hat, sprich sie hat sich abgeflacht, es kam zu einem Default oder ähnliches, fliegt so eine Positionierung natürlich konsequent aus dem Portfolio raus und wird durch eine höher rentierliche, steilere CDS-Kurve entsprechend ersetzt. Wie schaut die Fonds-Performance der letzten dreieinhalb Jahre aus? Nochmal unten im Schaubild abgedruckt ist der monatliche Carry-Ertrag, wie gesagt im Durchschnitt ca. 25 Basispunkte. Das ist wirklich die primäre und stabile Ertragsquelle des Fonds. Ja, sie nutzen diese Fristen in Kongruenz auf der CDS-Kurve und dieses Herunterrollen entsprechend aus, hier Carry zu generieren. Es ist dann natürlich auch klar, die Differenz zur realisierten Fonds-Performance muss zwangsläufig dann aus der Veränderung der CDS-Kurve resultieren. Wie gesagt, flacht sich eine Kurve ab oder kommen wir generell auf tightere CDS-Spreads, ist es P&L positiv. Sollten wir trotz 25 Basispunkte Carry-Einkommen eine negative Monatsperformance schreiben, dann können Sie konsequenterweise damit rechnen, dass generell das Spread-Level rausgelaufen ist oder individuell sich die Kurven versteilert haben. So eine versteilerte CDS-Kurve bietet Ihnen natürlich auch immer die Möglichkeit, Sie werden die Kurve nie am steilsten Punkt einkaufen, bietet Ihnen natürlich die Möglichkeit, einfach auch eine Positionierung gegebenenfalls nachzukaufen. Genau, an dieser Stelle vielleicht kurz zusammenfassend, weil ich auch sehe, die Zeit ist eigentlich um. Was möchte ich Ihnen transportieren mit dem Credit Curve Carry? Ich möchte Ihnen transportieren, Sie können kreditartige Renditen erreichen, ein Kreditprofil darstellen ohne das zentrale Ausfallrisiko und dafür werden Sie in aller Regel beim Credit Investment bezahlt, ohne dieses Ausfallrisiko tragen zu müssen. Und somit, man muss sich natürlich die Frage stellen, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um Credit Long positioniert zu sein? Die Antwort sollte jeder für sich finden, aber wir denken, es ist ein smartes Feature, Credit Returns zu generieren, ohne, wie gesagt, Ausfallrisiken zu tragen. Die Antizyklik vielleicht noch kurz angemerkt, also diese Steuerung, diese antizyklische Steuerung der Risikoauslastung schlägt sich dann auch beispielsweise in der Q4-Performance letzten Jahres wieder. Während die meisten Credit-Long-Produkte -5, -6% abgeliefert haben, konnten wir aufgrund einer zu diesem Zeitpunkt lediglich 65-prozentigen Auslastung entsprechend mit -3,3 das Quartal schließen. Genau an dieser Stelle vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Die Kollegen, die ich mit dabei habe und meine Wenigkeit werden noch im Foyer Ihnen für Fragen zur Verfügung stehen und damit übergebe ich wieder. Besten Dank.